Das ist die Kalahari-Fototasche Karma L25 aus Büffelleder. Die werde ich jetzt mal im Film hier vorstellen, damit Sie sehen können, wie das Ganze von innen aussieht, was man da so reinmachen kann und was dann noch so für Taschen drumherum sind. Die Karma L25 wird hier vorne geöffnet. Das ganze Schließsystem ist ein System mit Magnetverschluss. Das heißt also, hier hat man die Gegenstücke und wenn man hier drauf setzt, dann klicken die einfach ein und die Tasche ist zu. Der Vorteil ist, ich muss hier einfach nur die Tasche aufmachen, wenn ich einen Zugriff auf das Innenleben haben möchte. Ich muss also jetzt hier nicht großartig noch mit einem Reißverschluss drumherum machen oder eben irgendwelche anderen Verschlüsse aufmachen, mit zwei Händen am besten, Clipsystem. Das heißt, mit diesem Verschluss hat man einen sehr schnellen Zugriff auf das Innenleben. Das gucken wir uns auch direkt an. Ich habe das jetzt extra mal oben gelassen, wie man sehen kann. Hier sind zwei Henkel. Was es damit auf sich hat, das zeige ich Ihnen noch. Aber im Vorfeld, die hat man eigentlich immer hier zwischen das Inlet und der Kameraaußenseite hier so reingestopft, damit die nicht im Weg sind. Das Innenleben besteht aus Trennwänden mit Klettverschluss, die gepolstert sind. Also nicht die Klettverschlüsse, sondern die Trennwände. Und da gibt es also eine ganze Menge von Trennwänden, auch ganz kurze. Das habe ich hier mal gemacht auf der rechten Seite. Da kann man sehen, dass eine Trennwand, die geht nicht ganz bis nach oben. Das ist vielleicht ganz gut, wenn man da wie zwei Bits nebeneinander reinmachen möchte und die Tasche halt eben auf der gesamten Breite etwas zu eng wird. Man kann natürlich auch eine lange Trennwand da reinmachen. Und wenn man das Ganze dann hier beschickt hat, ich habe hier jetzt mal eine 5D Mark II mit dem 2470 Zoom. Das geht. Das kann man also einfach reinmachen. Dann passt hier noch ein Objektiv hin oder ein Blitzgerät und so weiter und so weiter. Und das Tolle ist, man kann dann hier, wenn man dann irgendwo hinfährt und die Tasche vielleicht als Freizeittasche benutzen möchte, einfach hier mit diesem Henkel das Innenleben einfach rausnehmen. Also dieses Inlay. Und dann ist das so separat wie eine extra Tasche für sich. Und dann stellt man das auf Seite. Und dann macht man hier seinen ganzen privaten Kram rein, also Zeitschriften, Laptops, was man halt eben so benutzt, wenn man dann anders unterwegs ist, als halt eben als der ewige Knipser mit seinem ganzen Fotoequipment. Auf der Vorderseite haben wir hier nochmal einen Reißverschluss für ein Extrafach. Das sieht so aus, ein bisschen nach vorne beugen. Hier kann man sehen, da sind ganz viele Fächer drin für Portemonnaie, für iPhone, für irgendwelche Stifte, Filter, Akkus und so weiter. Dann befinden sich hier auf der Vorderlasche direkt selber noch einmal festgenähte, mit Klettverschluss verschlossene, verschließbare kleine Einzelfächer, zum Beispiel für Akkus. Ich weiß, das ist kein Akku für eine 5D, das ist nur ein Beispielakku. Den kann man hier so einfach reinmachen, macht das Ding wieder zu und fertig. Ja, Speicherkarten können hier auch direkt reingesteckt werden und dann macht man das Ganze zu. Machen wir jetzt auch mal mit der ganzen Tasche, weil auf der Rückseite nämlich hier sich auch nochmal einfach befindet. Das haben Sie auch die Magnetverschlüsse gehört. Hier auch mit Reißverschluss ein Fach fast über die ganze Rückseite. Ist ein sehr schmales Fach, da kann man aber zum Beispiel auch ein iPad reinmachen. Das darf halt eben alles nur nicht zu dick sein, beziehungsweise nicht zu tief sein, was da reinkommt. Hier noch einmal zum Gucken, mal kurz die Hand hier als Demonstration, wie weit das hier reingeht, also fast über die ganze Rückseite. Der Kameragurt ist ebenfalls aus Leder, aber dadurch, dass der ja halt eben aufgrund der Größe der Tasche etwas breiter geschnitten ist, hat man hier also auf der Rückseite, das heißt, das ist die Seite, die auf der Schulter aufliegt, noch einmal so einen Baumwollstoff eingewebt. Das heißt, das Ganze kann da nicht runterrutschen und ist natürlich auch ein bisschen angenehmer zu tragen. Und gerade im Sommer auf der nackten Haut, auch vielleicht irgendwie an der Schulter, fängt das dann nicht an zu schwitzen. Ja, der ist natürlich auch verstellbar, alles kein Ding. Und wie gesagt, ganz große Klasse, dieses Inlay, was man also hier extra reinmachen kann und rausmachen kann, wo man sein ganzes Fotoequipment drin hat und dann die Kalahari L25 dann vielleicht als Freizeittasche benutzen möchte. Das Ganze sieht dann so aus. Das also hier die Kalahari Fototasche, die Karma L25 aus Büffelleder in dunkelbraun bei uns im Shop.